Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicola Steiner und ich habe eine neue Reihe hier, wo ich mir andere Hundetrainer mal angucke. Ich bedanke mich für eure Wünsche. Einen davon, Outdoor Earth TV, werde ich heute besprechen, aber auch noch ein paar Worte zu Dog University nach dem Intro loswerden. Ja, bevor es zum eigentlichen Video geht, über eben Outdoor Earth TV, ein paar Anmerkungen zu Positiv-Reacts. Also wenn ich jetzt jemanden kritisiere, habe ich ja oft dann auch Videos eingeblendet von denen, weil dann das Zitatrecht halt greift, weil da eine kritische Auseinandersetzung ist. Ich weiß nicht, wie das bei Positiv-Reacts ist, deswegen verzichte ich hier darauf. Wenn ihr aber Videos habt, wo ihr auch sagt, das kannst du mal kritisch angucken, freue ich mich über einen Link, also auch bei denen, die ich insgesamt gut finde, dann gibt es das auch mit Hintergründen. Trotzdem habe ich einiges zu erzählen zu den beiden Trainern Daniel Jörres und eben von Outdoor Earth TV, wo ich tatsächlich den Namen gar nicht weiß. Wenn ihr ihn wisst, schreibt den mal in die Kommentare. Das sind halt Trainer, die ihr euch gewünscht habt, die finde ich auch beide gut. Denn Daniel Jörres kannte ich. Und Outdoor Earth TV war mir wirklich vollkommen neu, also da freue ich mich total. Jetzt zum Daniel Jörres ganz kurz. Ich finde, er schafft einen guten Kompromiss. Ich finde manchmal, es ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu umständlich. Zum Beispiel gibt es ein Video, wie man einen Hund beibringt, sich abzulegen. Und er nutzt dann auch einen Anker mit dem Rucksack. Oder man kann ja auch eine Decke nehmen, das finde ich an sich gut, das hilft auch Leuten, die das noch nicht so gut können. Ich persönlich halte es eher einfach, weil Platz ist Platz, egal wo. Und dann korrigiere ich den Hund halt. Und aber er ist gut, ne? Aber er sagt, man muss den Hund verstehen. Man muss halt wissen, wie Hunde miteinander kommunizieren und welche Bedürfnisse er hat. Und er verkauft halt Gott sei Dank nicht dieses Gucci-Gucci-Training. Ich sage, es ist so ein Mittelweg, den er findet, der auch funktioniert, der vielleicht etwas mühsamer ist als die Klarheit, die mir bei Outdoor Earth wirklich richtig gut gefällt. Weil es mir auch immer so gut, ich habe halt, so geht, ne? Ich habe mir zwei Videos von ihm angeguckt, die tue ich euch irgendwo da oben auch in die Infobox rein, nicht beide auf einmal. Aber wenn ihr das i anklickt, kommt er ja auf diese fünf Videos, die ich euch oben rein tue. Also als erstes tue ich erstmal rein die Playlist von meinen Tutorials, die ich gemacht habe, wie ich Hunde erziehe, und ich ernte regelmäßig Shitstorms, weil es ist klar, was ich mache. Also es gibt halt im Grunde genommen nur drei Dinge, die muss ein Hund unbedingt können, die muss der auch gut können, zu 100% können, und ansonsten bin ich sehr tolerant. Mein Hund darf aufs Sofa, der darf mich ablecken, ne, wo andere Hundetrainer sagen, oh Gott, ne? Aber ich will, dass der Rückruf klappt. Ich will eine vernünftige Leinführigkeit, weil ich habe keine Lust, mich vom Hund durch die Gegend ziehen zu lassen. Darum geht es jetzt auch gleich bei meinem React. Und ich will den Hund ablegen können. Und dann eben möchte ich nicht darauf angewiesen sein, dass ich einen Rucksack oder eine Decke oder dass ich diese Sachen immer dabei haben muss. Wenn ich die aber nicht dabei habe, keinen Anker habe für den Hund, und egal, wo ich den hinlege, muss ich natürlich an mehreren Orten üben. Aber ich will ja nur einmal Platz sagen, ohne Kommandowiederholung. Und wenn der wieder aufsteht, dann lege ich den körperlich hin. Und dann geht der Shitstorm los. Ne? Dann kriegt der Hund ein Trauma und was nicht alles. Also meine Hunde haben alle kein Trauma davon gehabt. Weil durch die Klarheit muss man ja selten korrigieren. Und da war es wirklich, also da danke ich euch, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch danke, mal eine Wohltat, da jemanden zu sehen, einen Hundetrainer, der das genau so eigentlich vertritt. Und sagt, lieber Klarheit. Ja, und lieber, also es ging ja um die Leinenführigkeit. Ich habe mir noch ein anderes Video von ihm angeguckt über einen aggressiven Hund. Da sage ich am Ende nochmal was zu. Aber bei der Leinenführigkeit, da gibt es ja dann eben auch mal diese, ich nenne sie wirklich mal Meute von Leuten, die dann sagen, ah, ein Ruck und so. Und deswegen habe ich zur Leinenführigkeit noch gar kein Video gemacht, zumal das mit meinem eigenen Hund auch gar nicht geht. Der geht halt fantastisch an der Leine. Ne? Aber es ist basiert halt wirklich darauf, wenn der Hund diesen, sag ich mal, eben angespannten, angeordneten Ort quasi verlässt, dass es einen Leinenruck gibt.
Und das haben wir ja bei Martin Rütter auch schon gesehen, ne? Der dann im Fernsehen am Hund einen Leinenruck gibt und sagt, ich will aber nicht propagieren, dass man mit Leinenrucks arbeitet. Ja, warum denn nicht? Wie der Daniel Joris ja auch sagte, wie kommunizieren die Hunde untereinander oder auch Pferde? Sie rempeln sich an und dieser Leinenruck imitiert ja eigentlich nur das Rempeln mit einem verlängerten Arm. Der Vorteil ist, wenn ich mit so einem Leinenruck gegebenenfalls arbeite, was ja immer seltener wird, ne? Also als Pferdemensch, ich kann es oben vom Pferd aus tun, verlängerter Arm. Wenn ich jetzt nicht vom Pferd aus arbeite, dann weiß ich halt, dass der Hund es versteht, was ich tue. Ich gebe aber auch Verantwortung ab. Manche machen es ja so, wenn der Hund vorgeht, dann gehen die halt vor den Versperren dem den Weg, vielleicht ja sogar aggressiv, was ja eigentlich, was wir ja wirklich gar nicht wollen, dass man aggressiv wird. Und das ist im Grunde genommen ja auch so, wenn da einer vor mir steht, dann darf ich nicht weitergehen. Ne? Das ist kein Verstehen. Deswegen sage ich immer, wir brauchen Klarheit in der Hundeausbildung. Und ich finde, all diese Sachen hat der wunderbar bei diesem Enzo gezeigt. Ne? Er hat gesagt, eben keine Aggression. Wir müssen mit unserer Energie sehr bewusst sein, dass wir immer wohlwollend sind. Also er hat jetzt nicht genau die Worte gefunden. Ja, dass man eine gute Haltung hat, dass man nicht böse ist, dass man versteht, dass so ein Hund eben noch im Rüpelalter ist. Ne? Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und dann kommt dieser Ruck emotionslos. Zack, mal eben ein Ruck. Und immer dann, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, was unerwünscht ist, dann wird er immer unterbrochen, also immer das Vorpreschen zum Beispiel. Und was er auch gut erklärt, das kennen wir auch im Pferdebereich, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich also, und das sieht man ja ständig, und das finden die Leute völlig normal, dass halt die Leine ist auf Spannung und der Mensch hängt hinten dran und der Hund zieht vorne. Und weil die Leute nicht rucken wollen, akzeptieren sie halt diesen Zustand oder versuchen es mit Leckerlis zu lösen. Halt, ne, was ist aber dann auch eine Dressur, die auch nur sehr begrenzt, finde ich, funktioniert und eben auch keine Verantwortung abgibt. Aber dieser Druck, ne? Der führt halt im Grunde genommen dazu, ich werde gehalten und ich gehe dagegen. Und das ist nämlich auch nicht unangenehm für den Hund und die weichen dem auch aus. Also das mal erklärt zu wissen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und die Intensität von dem Ruck ist ja auch abhängig davon, wie ist denn eigentlich der Hund. Es gibt Hunde, die sind sehr ignorant und es gibt Hunde, die sind sehr fein. Also da passe ich das an. Er hat da sehr feine Rucks gemacht. Aber es kann auch mal sein, und das ist halt auch die Frage, wie oft will ich rucken, ne, im Horsemanship, was er ganz oft erwähnt, sage ich auch nachher nochmal was zu, ist es ja so, wir haben ja diese effektive Phase 4 und die Phase 4 ist so hart, dass das Pferd sagt, oh, das passiert mir nicht nochmal. Deswegen bin ich eher so ein Verfechter, dass man lieber etwas deutlicher wird im Ruck. Ich mache eher so diese Bewegung einmal, aber einmal ist ganz wichtig, ne? Weil der Hund dann so ein bisschen vielleicht sich auch tatsächlich erschreckt. Aber dann sagt der Hund, okay, ich habe es verstanden, mir passiert es nicht nochmal. Das ist nachhaltig. Und das ist mir total wichtig, ne, dass ich den Hund so erziehe, dass ich nicht Stunden, Tage, Wochen mit so einer, sag ich mal, relativ einfachen Übung beschäftigt bin. Was er jetzt nicht gesagt hat, was ich noch ganz wichtig finde zu ergänzen, ist, der Hund muss natürlich eine gewisse Reife haben. Eine Leinenführigkeit beim Hund unter 6 Monaten halte ich nicht für sinnvoll. Man kann ihn vielleicht mal dann wirklich in den Weg treten oder dann mal ins Fell greifen, weil man diese, sag ich mal, diese Kommunikation, dieser Ruck, der auf ein gewisses Verständnis beruht, einfach noch nicht anwenden kann. Das sind halt noch Babys, ne? Halt. Aber man kann dann, wenn sie dann 5 Monate alt sind, ja schon mal Vorübungen machen. Und dieses gibt es in ganz vielen Videos, wo man immer dann, wenn der Hund nicht aufmerksam ist, die Richtung wechselt als Vorübung. Das soll auch nicht ein Leben lang gehen, da kommt man ja nie irgendwo an. Aber es ist eine gute Vorübung, dass man halt dem Hund beibringt, sei aufmerksam. Das ist es ja eigentlich auch. Es ist nicht diese Dressur, geh bei Fuß, das kann man im anderen Zusammenhang tatsächlich dann auch nochmal machen, sondern es ist einfach in dem Moment, wo ich die Einschaltsignal nicht vergessen, ne, wo ich die Leine kurz stelle mit dem Karabiner,
dann ist Leinenführigkeit angesagt und dann achte auf mich. Das sollte man auch nicht zu lange machen, die können sich ja auch nicht ewig konzentrieren. Und dann kann man auch mal mit der Leine lang machen und dem Hund quasi sagen, jetzt mach, was du willst. Oder im Idealfall den Hund auch laufen lassen. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt in seinen Erläuterungen. Ne? Aber was ich halt wirklich gut fand, ist dieses kein Schmerz zufügen, aber auch nicht nur positiv verstärken, sondern zu sagen, es gibt da auch noch was zwischen und ich verteidige meinen Individualbereich, ne, vor dem Hund. Und dieses Ziehen ist halt einfach nicht erlaubt, weil das ist wirklich unangenehm für den Menschen und eigentlich auch unangenehm für den Hund. Das ist ja die Alternative oft. Dann sagt er was zum Horsemanship und immer dann, wenn er mit der Leine so schlenkert, sagt er, dass es Horsemanship ist. Also ich habe nichts dagegen, dass man mit der Leine mal schlenkert, um den Hund zu unterbrechen. Aber Horsemanship ist halt, wir sind keine Seilchenschwinger. Das wird uns immer so gerne nachgesagt und ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwo pferdeaffin überhaupt ist, aber der Pferdemensch arbeitet ja auch mit der Energie. Auf der einen Seite wohlwollend, auf der anderen Seite mit der einen Korrektur. Ich tue euch da auch noch ein Video oben in die Infobox rein, wo Pferde- und Hundetraining sich unterscheiden. Hatte ich vor Jahren mal irgendwann gemacht. Ne? Aber trotzdem, es ist natürlich vieles vergleichbar. Aber dieses Dauerwedeln würden wir halt Friendly Game nehmen und da reagiert der Hund gar nicht. Und wir würden eher steigern. Halt, ne? Das kennt die Pferdeleute hier kennen es vielleicht. Die Phase 1 ist sehr nett, dann kommt eine Erinnerungsphase 2 und dann kommt so eine Phase 3, wie beim Kinderzimmer aufräumen. Bitte räum dein Zimmer auf. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Wenn jetzt nicht, kommt die Korrektur, kommt der Sack und dann kommt der Sack, wenn es ums Kinderzimmer aufräumen geht. Diese Steigerung sagt dem Pferd, es soll was tun und dieses gleichbleibende Schwingen sagt dem Pferd eigentlich, er bleibt stehen und ignoriere mich. Von daher nicht ganz korrekt, aber wollen wir mal 5 gerade sein lassen, weil er ist schon gut, finde ich. Ne? Und was ich da eben so richtig bewundernswert war, war eben das andere Video, was ich mir angeguckt habe von ihm. Da war ein, also auch das tue ich euch spätestens hinten in den Abspann rein oder unten in die Videobeschreibung. Mal gucken, wie viel Platz ich da noch habe. Auf jeden Fall war das ein Hund, der biss auch richtig. Und der hat sich dann richtig mal gezeigt, wie. Die Leute werden so indoktriniert, setzt euch nur ja nicht durch bei dem Hund. Ne? Das ist ja irgendwo, ob das mit der politischen Situation auch zu tun hat, dass wir alles hinnehmen sollen und dazu erzogen worden sind, alles hinzunehmen und auch eine Obrigkeitsgläubigkeit haben und vor allem die, was, wenn sie Fernsehstars sind, dann gilt das ja auch als, ah, das ist ein Star, der weiß das besser als ich, Expertenhörigkeit, weiß ich nicht, weil als ich in der Schule war in den 60er Jahren, 70er Jahren, ne? 60er Jahren bin ich geboren. Da war das, meine ich, noch nicht ganz so. Aber das ist mir schon aufgefallen, wie sich der Journalismus ändert. Das ist ja mein Beruf. Und man sieht es eben auch, ne, früher hatten die Leute nicht so Befürchtungen, ihren Hund zu erziehen. Ich habe mal einen Hundetrainer, der hat gesagt, seit den 80er Jahren gibt es Hundeschule und seitdem hat man auch diese Probleme mit den Hunden. Ich will jetzt nicht alle Hundeschule verdammen, aber das ist so ein typischer Fall von. Die Menschen trauen sich nicht, dem Hund Führung zu geben. Und wo das endet, sieht man. Der Hund beansprucht das Frauchen, das hat er wunderbar erklärt. Ne? Dass, der Mann wird gebissen, wenn die zusammen kuscheln wollen, geht der Hund dazwischen. Also der Hund hat das Sagen und der hat überhaupt keine Probleme damit, körperlich zu werden. Er beißt ja. Und wie beim Cesar Millan, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, es ja auch immer so ist, egal, was der Hund macht, wenn der Mensch sich wehrt, ist der Mensch der Dumme. Und beim Hund, der beißt, also ich würde auch mit Maulkorb arbeiten, ich hätte keine Lust, mich da beißen zu lassen. Alle Achtung vor den Menschen, die da diese Bissspuren auch in Kauf nehmen. Aber macht er ja nachher auch. Aber da einfach auch den Hund vielleicht mal zu nehmen und hinzulegen, bis der sich beruhigt. Warum nicht? Das tun Hunde untereinander auch und das ist ja keine Schmerzerfahrung. Und wie er dann eben auch so über diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, spricht und sagt, ja, das sind eigentlich Kinder in Erwachsenenkörpern, die da so sich aufregen. Oh, danke, danke, danke. Kann man nur sagen, dass da endlich mal jemand ist, der das ausspricht, der hilft, da auch eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Und das möchte ich eigentlich hier auch sehr gerne. Eine Gegenöffentlichkeit aufbauen gegen dieses Wolkenkuckucksheim, was eine vollkommene Realitätsverweigerung ist. Dass man einen Hund erziehen könnte, ohne den mal irgendwie zu korrigieren.
Wie gesagt, wir wollen keinen Schmerz und wir sind wohlwollend, aber wir sind trotzdem schon mal körperlich. Das ist ja dann nicht gleich Schmerz, wenn ich einen Hund auf den Boden lege, zum Beispiel. Ja, also da kann man sich nur bedanken. So langsam habe ich, glaube ich, mal fast genug geredet und würde mich halt nach wie vor über Videos oder Videotipps freuen, mit Link am besten, weil es kann ja sein, dass sowohl beim Daniel Joris als auch hier bei Outdoor Earth TV es doch Videos gibt, wo man vielleicht mal was kritisieren könnte. Dann kann man auch mal was zeigen oder bei anderen Trainern. Bei dem, ich glaube, Brandon McMillan oder so, da habe ich tatsächlich was gefunden. Da ist mir auch ein Link zugeschickt worden und das ist hoffentlich dann mein nächstes React-Video. Vielleicht so ungefähr einmal im Monat, weil ein bisschen was, was mit meinem Hund so läuft oder vom Hüten, möchte ich hier natürlich nach wie vor auch noch immer zeigen. Aber mit Link wäre echt toll. Aber trotzdem, danke schon mal auch für diesen Tipp, gerade für diesen Outdoor Earth TV. Da werde ich mir noch einiges mehr angucken, weil ich das Gefühl habe, da kann auch ich was lernen. Vielleicht nicht gerade über das Horsemanship. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir ein Abo da. Und dann auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö.